So, dann gehen wir nochmal an den tiefsten Punkt. Ich hatte mir noch eine schöne Treppe hier runter gebaut. Ja, hier ist eine schöne Treppe. Warte mal. Diorit hatte ich auch noch nicht gescannt. Und Granit? Offensichtlich auch noch nicht. Wie sieht es aus mit Kohle? You have learned something new. Andesit? You have learned something new. Cobblestone? Nothing new can be learned from this. Ich packe mal das dahin, dann kann ich nämlich immer zwischen dem Schwert und dem Ding umwechseln. Ist, glaube ich, einfacher. Oh, ja, natürlich brauche ich auch. Natürlich muss ich auch Obsidian mal scannen. Nothing new, war es echt? Und hier unten ist übrigens Bedrock. Das heißt, tiefer kann man nicht. Hier bin ich übrigens mal reingefallen und gestorben, als ich meinen schönen Tank da befüllt habe. You have visited deep and dark depths and have learned much. Und Bedrock muss ich natürlich auch mal scannen. Oh ja, das hat viel gebracht. So, hier haben wir sonst aber nichts, ne? Hier haben wir sonst nichts. Gut. Habe ich eigentlich schon mal ein Crafting Table gescannt? Ja. Nein. Und dich? Habe ich auch noch nicht gesehen. Ah, ja. Und dich? Und dich? Ach ja. Und Lava? Cool, okay. Ich lerne hier richtig viel. Ich glaube, hier war auch irgendwo noch ein Golderz. Da oben, nee, das ist Eisen. Vielleicht kann ich auch nochmal gerade schnell gucken, ob ich das Golderz noch scannen kann. Genau da oben war das nämlich. Habe ich ein bisschen Dirt dabei. You have learned something new. Kann das Thermometer auch zum Buddeln benutzen übrigens. So. Da hinten gehe ich nicht hin, da sind nämlich noch viele Monster. Ich gehe jetzt erstmal. Ist jetzt eigentlich Nacht geworden? Ist Nacht geworden, ne? Mist. Ja doch, bin ich richtig. Hier bin ich. Bin ich hier richtig? Hier bin ich richtig, ja. Ich kann ja mal versuchen, irgendwie ein Monster zu scannen, wenn ich eins sehe. Ich traue mich nicht. Ich könnte eigentlich auch einfach zu meiner Schmiede gehen und schlafen. Da dürfte ich eigentlich keinem Monster begegnen. Ist ja dank meines Shortcuts hier mit der Leiter relativ einfach möglich. Ich glaube, ich habe sie gescannt. Bin aber nicht sicher. Ich glaube, ich habe sie gescannt, bevor ich sie erwischt habe. Okay, hier sind überall Spinnen. Ah, warte mal, den Zombie-Kopf da oben, den könnte ich auch nochmal scannen dann. Den könnte ich doch auch nochmal scannen. Und was ist denn mit hier sowas? Und sowas? Nein. Das habe ich ganz schön viel gelernt, wa? Okay. Gut. Sehr gut. Oh, Alter.
So, sind die Dinge. Die sehen jetzt aber fertig, oder? Die sehen jetzt aber echt fertig aus. Au. Immer noch nicht. Das dauert so ewig. So, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal ins Taubenmonomikon rein. Das hier habe ich ja completed. Das heißt, ich kann sagen, completing. Discovering Oromancy. Slowly but surely, I am beginning to understand the nature of Wiz. So much still hidden to me, but I think I know now enough to begin molding it to my will. For this I will need a tool, a very special tool. A very special tool. I have stumbled upon some dusty scrolls penned by a long dead thaumaturge. It describes how you craft wands that are used to store and channel Wiz. The insights I learned from the scrolls were useful, but the application seems so limiting. Why trap Wiz in a wand when it's all around you? Even the wand itself seems impractical to me. If you need something to grasp and shape the aura, it should be something appropriate, something like a glove. Also ich möchte jetzt eben die Wiz für mich benutzen, ne? Begin to molding it to my will. Und ich habe irgendwelche alten Aufzeichnungen gefunden, wo drin steht, wie ich mir einen Zauberstab machen kann. Aber Zauberstab ist doch doof. Ich möchte mir lieber einen Handschuh machen. Das ist doch viel besser. Für die Form eines Handschuhs ist doch viel praktischer als ein Zauberstab. Any old glove, the rhythm missen. Any old glove will not do. It will needed to be handcrafted from the finest leather and laced with visconductive materials. Iron is a poor visconductor, but it is all I have available to me at this time. Luckily, there will be no mucking about magical woods and so forth to store the vis, but I will need some way of channeling vis directly from the aura, a vis resonator, if you will. I will also attach a stripped down thermometer to the glove, so I can monitor the local aura. Okay. Also ich brauche was, um den. Das Wiss direkt da rein zu kanalisieren. Brauche ich einen Wiss-Resonator. Das ist das hier. Das mache ich aus einer Iron Plate und einem Netherquarz und ein bisschen Aqua und Air. Ne? Lastly, I will place a receptacle on the back of the glove. Receptacle on the back of the glove. The scrolls mentioned using special crystalline Foki to channel the Wiz from. Ich verstehe nur jedes dritte Wort gerade. The Wiz from the wands. The crystalline lattice shapes the Wiz into different configurations to create all manner of useful effects. Brilliant, actually. It irks me that I did not think of it first. Fortunately, I have already thought of several ways to improve on the design and the shape of the glove lens itself on manipulating the flow of Wiz much more than the old style wands could. Also ich muss irgendwas auf dem Handschuh. Das ist schon. Oh Gott. Also Leder brauche ich. Ich brauche den Resonator. Ich brauche das Taumometer. Die Frage ist, kann ich das dann noch als Taumometer benutzen oder brauche ich dann ein neues? Das weiß ich nicht. Okay. Ich probiere aber erstmal den Wiss-Resonator. Dafür brauche ich eine Eisenplatte und Netherquarz. Eisenplatte, das heißt, ich muss wieder in meine Schmiede gehen. Schön, dass ich hier rübergelaufen bin. Ich probiere es immer wieder. Eine Eisenplatte, eine Eisenplatte, Iron Plate. Dafür brauchte ich wie viel Eisen? Drei Eisen. Beziehungsweise ich kann das auch casten, dann brauche ich nur einen Ingot. Ja, okay, einen Ingot. Dann schmelze ich den doch gerade mal ein, den einen Ingot. Warte mal, ich kann hier gerade mal aufräumen. Das Spinnenauge brauche ich nicht mehr, den Glowstone, das brauche ich auch nicht mehr. Das Infirium packe ich jetzt da auch mal rein und die Seeds auch. Und das soll ich ja behalten. Das Rotten Flesh schmeiße ich da auch mal rein. Und die Strings auch. Dun, 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 dun. Jo.
So, dann brauche ich meine Platte-Dingen. Platte. Nein. Schablone, meine Plattenschablone. Schmilzt schneller. Scheiße, ich habe das hier noch an. Oh nein. Ach, Mist. Das war doof. Das war doof. So, Netherquarz habe ich drüben im Schrank, aber ich glaube, das habe ich auch im... Habe ich das nicht in Dings? Das müsste ich eigentlich... Jo. Habe ich. Da, dieser Indexer. Dieser Indexer ist fantastisch. Oh, wie lange dauert das denn? Ich muss was essen. Ich esse mal Veggie Stir Fry. So, jetzt aber endlich. So, die Schablone wieder zurück. Und dann muss ich jetzt aber rübergehen. Aber warte mal, bevor ich rübergehe. Also da habe ich Eisenplatte und Netherquarz habe ich. Und hier brauche ich nochmal 3 Eisen für und 4 Leder. 3 Eisen und 4 Leder. 3 Eisen und 4 Leder. Also 3 Eisen. 1, 2, 3, genau. Das haben wir. Und Leder. Haben wir Leder zufällig im Dingen? 4 Stück, ja, perfekt. Es waren doch 4, ne? Ich glaube, es waren 4. So, wunderbar. Das ist jetzt aber fertig, oder? Ja, das ist fertig. Die ist fertig. So, dann. Nehmen wir uns, warte mal, nochmal ganz kurz gucken. Wir nehmen uns die Eisenplatte und den Netherquarz und Gelb und Blau brauchen wir. Blau und Gelb. Oh, von Gelb habe ich gar nicht so viele. Werden die eigentlich verbraucht? Weiß es jetzt gar nicht. Gelb und Blau und eine Eisenplatte und Netherquarz. Und da haben wir einen Wiss-Resonator. Juhu, kann ich damit irgendwas machen? Nö. Nö, kann ich nicht. Okay, gut. Und dann? Hier brauchen wir alle 6 Kristalle für. Und okay, 3 Eisen, dann die Leder so an der Seite und den Wiss-Resonator in die Mitte und das Taumometer nach unten. Alles klar. Sind die jetzt noch hier mit drin? Ne, die wurden verbraucht. Alles klar. Das heißt, alles klar, alles klar. Das heißt, wir brauchen von jedem Kristall brauchen wir einen. Rot habe ich auch nicht so viel, ne? Rot habe ich auch nicht allzu viel. So, das heißt, wir packen das alles hier rein. Dann die 4 Leder so anordnen. Die 6 Eisen darüber, in der Mitte der Wiss-Resonator und darunter das Taumometer. Und schon haben wir ein Caster's Gauntlet. Mega. Was kann ich damit mitmachen? Gar nichts. Scannen kann ich auch nicht, ne? Kann ich, muss ich das vielleicht irgendwie ausrüsten? Ich gehe erstmal ins Bett, dann lese ich und ich glaube, dann werde ich auch langsam mal Schluss machen für heute. Also alles verarbeiten, was ich hier gelernt habe, beziehungsweise nochmal rekapitulieren, vielleicht nochmal noch ein bisschen nachlesen, wobei ich mich nicht spoilern möchte eigentlich. Also ich will es nur verstehen, was ich jetzt habe, alles. So. Genau, ich habe den Dings und ich habe das Dings, das heißt, ich kann das komplettieren und ich habe die nächste Stufe von Aurum and sie erreicht. I have managed to put together a basic casting gauntlet and I am quite pleased with the result. Okay, ich vermute, dass ich ein neues Thermometer brauche.
And I'm quite pleased with the result. It is still a bit rough, but that is to be expected from a prototype. Even as a prototype, it will prove useful, allowing me to make delicate adjustments or alterations to thaumaturgical devices and safely manipulate them in all manner of ways. Also es ist noch ein Prototyp, ist noch ein bisschen grob, aber ich kann damit schon irgendwelche Dinge, die thaumaturgischen Geräte manipulieren. My initial experiments have shown that it is only able to draw this from a relatively small area around me. Also ich kann damit nur in einer relativ kleinen Umgebung um mich herum this ziehen. I should be careful not to deplete the aura. Ich sollte nicht die Aura depleten. My main stumbling block now is that in its current state it is little more than a magical wrench. Until I crack the secret of crafting Fuki, its utility will be limited. The path before me is clear. Ja, schön, dass der Path vor dir clear ist. Mir ist der überhaupt nicht clear. Oh, guck mal, was ich schon alles weiß inzwischen. Ach ja, das war durch Scannen wahrscheinlich in meiner Schmiede, ne? Die ganzen Metalle und den ganzen Kram. Jo, cool. Okay, also ich kann damit irgendwie taumaturgische Geräte manipulieren. Ich guck mal, was passiert, wenn ich damit auf den rechtsklicke auf die Table hier. Nichts. Und hier? Nichts. Und Shift rechtsklicken? Nichts. Da? Was kann ich denn damit machen? Ich verstehe es gerade echt nicht. Ich verstehe es nicht. Kann ich damit was mit dem Kessel machen? Nö. Okay, gut. Habe ich nicht verstanden. Was haben wir denn hier? Achso, hier muss ich noch Auram entdecken und ich habe keine Ahnung, was das ist. Okay. Ich glaube, ich höre für heute mal auf. Sagt. A Greatwood brauche ich auf jeden Fall auch noch. Sag mal, hatte ich nicht einen Greatwood Sapling? Greatwood Sapling. Dann pflanze ich den doch mal spontan ein. Und vielleicht habe ich auch noch ein bisschen Knochenmehl. Nein, aber ich habe Knochen. Und daraus macht man ja bekanntlich Knochenmehl. So, okay. Dann pflanze ich doch mal meinen Greatwood Sapling ein und guck mal, dass ich den nochmal gescannt krieg. Das wird mir bestimmt auch nochmal ein bisschen was weiterhelfen. Wo pflanzen wir den denn mal ein? Pflanze den mal hier ein. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, weil ich weiß nicht, wie groß der wird. Okay, das hat nicht gereicht. Das hat immer noch nicht gereicht. Na gut, dann lasse ich den mal wachsen. Okay, dann will ich... Wie gesagt, gleich Schluss machen zum Abschluss. Und mal ganz kurz möchte ich mir nochmal mein Boot schnappen. Ich will nämlich nochmal gerade ganz kurz so ein, zwei Meter in die Richtung da hinten fahren, weil ich nämlich mal schauen möchte, was da so alles noch ist. Ob sich da vielleicht dann auch mal demnächst eine Reise lohnt. Und dazu brauche ich natürlich meinen Atlas. Ne? Also hier die Schatzinsel ist da unten. Ich habe echt noch kaum was entdeckt. Kaum. Und deswegen einmal ganz kurz... Nicht lang. Ich habe auch gar kein Bett mit. Wirklich nur mal ein, zwei Minuten. Es dürfte gerade mittags sein. Ja, die Sonne ist ziemlich in der Mitte. Einfach nochmal gucken, ob der Ozean da irgendwie endlos ist oder ob ich da relativ bald dann auch wieder ein Ufer finde. Auch damit die Karte ein bisschen voller wird.
So eine Karte ohne. Oh, guck mal, das Öl. Gibt auch Ölquellen im Meer. Das könnte sein, dass das noch im Meer ist oder kommt da jetzt noch gleich. Ne, das scheint. Oh ja, da ist auch gleich eine Insel. Oh, guck mal, hier ist auch eine kleine Sandbank. Oh, da ist noch mehr Öl. Uff, das sieht. Ah, ne. Au. Das ist riesig. Cool. Guck mal. Wow. Kenne ich das schon? Ist das das Gebirge, wo ich schon mal drin war, wo der Meteorit war dahinter? Ey, muss man gerade noch mal ein bisschen in die Richtung fahren. Das baut sich nämlich gerade wieder ab. Ah, das ist, glaube ich, das Gebirge, oder? Soweit bin ich. Also, das sieht ja krass aus. Alter, sieht das geil aus. Schau dir das mal an. Mit dem Loch da drin noch. Super cool. Okay, hier ist noch ein bisschen Lava. Da ist noch so ein Silberwoodbaum. Ich gucke nämlich, was ich nämlich auch gucken wollte. Also was ich zum einen bräuchte, ist eine... Oh, eine fliegende Insel. Ein Dschungelbiom hätte ich gerne. Das ist Sumpf, das ist kein Dschungel, das sehe ich. Und, ja, Wüste wäre auch nicht so verkehrt. Da war übrigens Clay, aber ne, das mache ich jetzt nicht mehr. Vielleicht gehe ich offscreen mal ein bisschen nach Clay suchen. Okay, hier ist auf jeden Fall direkt eine Küste wieder. Aber scheinbar nicht so wirklich spannend. Also wie gesagt, Sumpfgebiet, das interessiert mich jetzt nicht so. Dschungel wäre halt super. Oh, da ist aber Akazienholz, das habe ich noch nicht. Warte mal, das nehmen wir gleich mal mit. Das habe ich noch nicht. Können wir nämlich gerade mal den Baum hier mitnehmen, beziehungsweise als LRS. Also ich kann jetzt nicht scannen, ne? Ich kann ja nicht mehr scannen. Ich kann ja nicht scannen. Mist. Ich kann nicht mehr scannen. Gut. Aber wir können ihn ja zu Hause einpflanzen und dann, was haben wir hier noch? Irgendwelche Samen. Okay, Akazienholz. Check. Gut. Ja, wie gesagt, das wollte ich nochmal ganz kurz gucken. Aber es scheint hier jetzt zumindest auch kein Dschungel zu sein. Wobei das Meer geht schon in die Richtung noch sehr viel weiter offensichtlich. Was ich auch bräuchte, wäre dann nochmal ein Meteorit. Weil ich habe ja noch nicht alle von diesen Platten, die man braucht für Applied Energistics. Für das ME-System. Wobei ich jetzt gerade mit meinem Index da ziemlich zufrieden bin. Das sieht aber lustig aus. Oder ist das ein Dschungelbiom? Ist das ein Dschungel? Ist das kein Dschungelbiom, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay, da geht's dann noch ins Landesinnere. Und hier geht's noch ein bisschen weiter übers Meer. Was machen die Kühe denn da? Warum gucken die denn alle in eine Richtung? Ihr seid gruselig. Ihr seid so gruselig. Okay, wir fahren. Wir fahren wieder nach Hause. Ist das nach Hause? Ja, nicht ganz. So, in die Richtung ist nach Hause. Also nach und nach, wir müssen die Gegend erkunden, dass die Karte auch ein bisschen größer wird und dass wir dann auch irgendwie, ja, wie gesagt, mal die ganzen Sachen finden, die wir jetzt noch nicht gefunden haben. Das ist die Küste, ne? Ja, ich muss hier so lang. Und was ist. Ah ja, die Fluginsel. Noch so eine Fluginsel möchte ich auch mal. Das muss ich mir auch mal hochbauen. Muss ich mir überlegen, wie ich das mache. Einfach so ein Kackstift hoch, sieht ja scheiße aus. Boah, sieht das schön aus. Mit der gechillten Musik noch dazu. Ein Traum. Ein echter Traum. Wo ist mein Atlas da?
Fahre ich in die richtige Richtung? Ich glaube schon. Im Moment sieht es aus, als würde ich an den Rand der Welt fahren und gleich runterfallen. Aber ich glaube, da müsste ich jetzt gleich wieder Landmassen aufbauen. Aber ich will gar nicht, dass ich da Landmassen aufbauen. Das sieht ja herrlich aus. Und jetzt kommen die Sterne raus. Sieht ja herrlich aus, da kommen die Sterne raus. So, das hinten dürfte schon Heimat sein, ne? Der Heimathafen. Die Heimatküste. Ja, das ist. Da ist mein Haus. Ich sehe mein Haus. War ja nur ein kurzer Ausflug. Nichtsdestotrotz. Da hatte ich jetzt irgendwie das Bedürfnis, das zu tun. Da ist ein Zombie direkt. Sehr gut. Ah! Warum ist das denn so scheiße schnell, das Ding? Alter! Warum war das denn jetzt so schnell? Da ist eine Hexe. Da ist noch ein Zombie. Da ist noch ein Zombie. Da ist noch ein Miniskelett. Dem will ich jetzt ehrlich gesagt aus dem Weg gehen. Noch zwei. Warum sind hier so viele von den Miniskeletten? Auch Kinderarbeit. Na gut, haben wir geschafft. Gucken, wie viel Licht es hier macht. Naja, geht. Und geht. Und so richtig schön ist das Licht auch nicht, ne? Naja. Gut. Dann haben wir auf jeden Fall den Anfang von Towncraft schon gemacht. Finde ich gut. Dann kommen wir da mal auch ein bisschen weiter voran. Ich glaube, ich muss einfach noch sehr viel mehr scannen. Ich werde jetzt einfach dieses Ding einfach immer mitnehmen. Und gut, dann erstmal genießen wir schön morgendlich. Jetzt morgendliche Nachbarn brennen. Das ist immer ein Highlight. Der läuft extra über die Brücke, damit er nicht ins Wasser geht und nicht sich eventuell... Ah ja, jetzt hat er es gecheckt. Und der da hinten? Nicht so. Genau, dann werde ich jetzt einfach immer dieses Tauma-Ding da mitnehmen. Und dann, oh guck mal, da ist noch ein Creeper. Der steht da so einfach so rum und langweilt sich. Und einfach die Gegend scannen, wenn ich das nächste Mal unterwegs bin. Das heißt, ich werde mir aber ein neues bauen müssen, beziehungsweise was ich auch nochmal gucken will, vielleicht google ich mal, was Caster Gauntlets genau macht, was ich damit machen kann. Also oben links gibt es irgendwie so eine Anzeige, das seht ihr, doch, ihr seht das. Aber, keine Ahnung. Naja. Bis dahin. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.